So, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück hier zur letzten, zu den letzten 69 Minuten und 38, 37, 36 Sekunden hier zum zweiten Lauf der GT1 Langstreckenserie zu den 4 Stunden von Spa-Francorchamps. Und ja, natürlich bin eigentlich nur der, der die Moderation moderiert, weil der, der eigentliche Inhaltsträger sitzt hier 150 Kilometer neben mir und genau, ja, Harald Galinis, genau. Ja, ja, im Augenblick ist es ja so, dass unsere beiden Jaguar-Teams ganz schön vorne wegblasen. Torren Motorsport vor dem All-Star-Team. Und dann haben wir die GTR 4U Corvette von Emanuel Niklas vor dem Notox Racing BMW Z4 GT3 von Sebastian Röhn und Ronny Hähnel. Die sind natürlich jetzt durch den Sieg am Sachsenring durch das Handicap-Gewicht gehandicapt entsprechend. Insofern kann GTR 4U dann diesmal befreiter aufsteigen. Nichtsdestotrotz sind auch in den Jaguars entsprechende Handicap-Gewichte drin, das aber die beiden Crews offensichtlich ganz schön ausgleichen können. Wir haben noch 24 Autos im Rennen, also die 23 sind es jetzt, glaube ich, nach dem Ausfall, den wir jetzt als letztes hatten. Ja, 23 Autos. Also insofern noch volles Feld. Dafür, dass wir jetzt eine Stunde vor dem Rennenende sind, denke ich mal, ist das so, können wir mit der Bilanz zufrieden sein. Definitiv, ja. Ist auch nicht allzu viel an Unfällen jetzt wirklich passiert. Die Crews gehen alle mit ziemlicher Sorgfalt hier ins Rennen und ziemlicher Umsicht. Und wir haben schon einige sehr faire Aktionen gesehen. Da erstmal ein Lob an das gesamte Feld, an die gesamte Fahrerschaft. Ja, genau so sieht's aus. Ich meine, die hatten ja auch lang genug Zeit zu trainieren. Ja. Nämlich satte 4 Wochen. Den Grund lassen wir mal dahingestellt sein. Naja, solange es nur einmal vorkommt eben. Genau. So. Gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir hier in Spa wieder eine der schöneren Strecken, die wir... Wir haben eigentlich nur schöne Strecken bei uns Dings, aber... Entschuldigung. Wenn man so den gesamten Umfeld sieht von Deutschland, also Oschersleben haben wir, glaube ich, bislang aus gewissen Gründen ausgespart, obwohl wir das auch damals spannend wäre, ein entsprechendes Rennen zu machen. Dann werden wir aber so schnell jetzt nicht auf den Plan setzen. Sandford ist auf jeden Fall nach dem Umbau, nach der Verlängerung, die vor ein paar Jahren gemacht worden ist, eine interessante Strecke, die werden wir als nächste nehmen. Und ja, den Red Bull Ring oder A1 Ring, den hatten wir ja letztes Jahr schon. Der kommt ja auch noch dazu. Oh, da war ein Porsche, das war glaube ich der Sackschwitze Porsche. Mhm. Ja, genau so ist es. Da fehlt eine ganze Da Menge. Fehlt alles. Dass das Ding überhaupt noch fährt, ist mehr als... Der war nicht in der Box, der fährt hier. Der fährt, ja. Oh, der ist schon die ganze Runde soweit hinter. Ja, da muss aber oben auf dem Kompass passiert sein. Ja, das sieht mir fast nach einem Urush-Unfall aus. Genau. Eieieiei. Soweit kann man jetzt nicht zurückspulen, ne? Nee, man könnte schon, aber das ist jetzt für die Zuschauer auch nicht so wahnsinnig spannend. Wir sehen ja, dass das Auto kaputt ist. Wir werden sicherlich auch noch erfahren, wie es passiert ist. Oh, da ist ja wirklich der... Also, der ganze Vorderwagen ist weg. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als Kai... In welchem Rennen war das? Ich glaube, im ersten Rennen. Als Kai Sichotzki in den Teamspeak kam und so ganz... Ocken fragte, hat irgendjemand meine Tür gesehen? Also auch da. So, jetzt muss er nach ein paar Teilen mehr fragen, so wie es aussieht. Ach nee, ich glaube, das war bei der ALMS auf sackschwitze.com. Genau, was es ja morgen da auch wieder gibt. Also da ist wirklich so ziemlich alles hinüber. Also erstaunlich, dass das Fahrwerk scheinbar noch einigermaßen heil ist. Also er schlägt zumindest keine Funken und auch die Reifen haben noch den nötigen Luftdruck. Also es wäre schon spannend, wenn wir jetzt nicht
Naja, knapp bis zum Ende ist es noch nicht, aber es ist schon nur noch fast eine knappe Stunde nur noch. Also ich würde mal Ja, wirklich aber er gerne macht das gucken, wie eins lange. Richtige und kommt jetzt erstmal rein. Ja, der muss rein, der kann gar nicht mehr fahren. Also der ist ja nun schon nur neben der Strecke unterwegs gewesen. Gut, okay. Also das Thema hat sich hier erstmal erledigt. Micha Reiter für All-Star Racing. Wir gucken mal nach den Rundenzeiten. Also Rickard Hells, Quatsch, Peter Kasar ist dann auch mal die schnellste Rennrunde gefahren zwischenzeitlich mit 2:18.308 und fährt momentan 2:19.915, aber auch Micha Reiter mit 2:20.5 unterwegs, Immanuel Niklas mit 2:20.0, Sebastian Röhn 2:20.1 und einzig Jörg Lang. Jörg Lang nach wie vor der schnellste Mann hier im Feld mit 2:18.6. Und Dirk Vogel ist ausgefallen. Gerade eben. Ah. Was Okay, gut. das ist einer der BMW Z4. Greg's Männer hat's mal wieder erwischt. Und ich befürchte mal, ja, das ist ein Disconnect. Das ist ein Disconnect. So, wir gehen wieder live. Bitte. Ja, gut. Sehe hier allerdings noch einen weiteren Fahrer mit zwei 18er Runden. Das ist der Matthias Leibold auf dem Audi. Ah, der ist wieder unterwegs. Okay, Ja. richtig. Dann haben die nochmal gewechselt. Also die haben dann vier, also ja, den vierten Fahrerwechsel jetzt gemacht. Also Matthias Bleiben wir mal Leibold auf dem auf. Jörg drauf. Genau. Schöne Szene mit den beiden Alpinas jetzt nebeneinander. Genau. Ja, das haben wir nur nicht lange Freude dran, weil der macht nämlich Platz. Aber vielleicht ist das eine nette Einstellung hier. Ja. So kurzzeitig zumindest. Da war den Fotografen dann auch immer sehr beliebt, wenn man von einem Team zwei Autos hintereinander Ja. fotografieren kann, wobei man da meistens recht lange warten muss. Ja, richtig. Oh, ja, der Alex hat ein bisschen. Ja, der rechte Spiegel ist jetzt mal weg. Versucht haben mit aller Macht dran zu bleiben. Naja gut, das dürfte bei den Zeiten, die Lang hier momentan geht, dürfte ihm das schwerfallen, glaube ich. Weil er ist mit 2:24 Zeiten unterwegs, ist aber auch schon eine 2:19 gefahren. Also warum auch immer er da jetzt die Probleme hat. Ja, Stefan sprach es vorhin an. Warm-up ist noch super, umschalten ins Rennen und nichts geht mehr. Hat man relativ häufig einen R-Faktor. Wir haben hier nicht wirklich ein Wetter, aber wir haben halt unterschiedliche Streckentemperaturen, die dann auch nicht mehr dynamisch sich großartig ändern, sondern man hat im Warm-up, was weiß ich, 30 Grad Asphalttemperatur und man schaltet ins Rennen und hat nur noch 24. Und das ist ein Höllenunterschied. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was Ist sehr das krass ist. einstellbar im Spiel, wie weit er Nein, schwanken kann, oder? nein, nein, leider nicht, leider nicht. Es gibt halt keine wirkliche Wettergerichte hier. Man kann wohl einstellen, es ist sonnig, es ist bewölkt oder zufällig. So, da wir das aber immer auf sonnig stehen haben, schwanken die Temperaturen so zwischen 25 und 32 Grad. Bei sonnig. Bei bewölkt ist es, glaube ich, so zwischen 22 und 28 Grad. Ja, und zufällig, da weißt du dann gar nicht, was kommt. Also, da kann es passieren, dass du im Warm-up 32 Grad hast und im Rennen dann nur noch 22 oder so. Das wäre noch übler. Und auch unrealistisch. Also, ich kenne jetzt kein Rennen, wo innerhalb von 2 Minuten die Temperatur um knappe 10 Grad fällt. Es sei denn, es kommt Nagelschauer oder sowas. Aber das ist halt zumindest die Asphalttemperatur, so schnell nachlässt. Von daher ist das mit R-Faktor noch nicht zufriedenstellend. Das hat GTR2 vor vielen Jahren schon besser gemacht mit dynamischen Wechseln. Also da haben sich auch die Gripwerte während des Rennens verbessert, so wie das in der Realität auch ist. Auf der Ideallinie zumindest. Aber da gab es halt auch so Temperaturkapriolen, dass man, was weiß ich, im November in Andersdorp auf einmal 36 Grad Lufttemperatur hatte. Ja, also das war alles irgendwo ziemlich
noch wenig ausgereift. Wir hoffen mal, dass die neuen Simulationen, die hier am Start sind, da etwas mehr Realismus reinbringen. Wir haben eine stille Hoffnung, dass zumindest bei Assetto Corsa ein Wetter, ja, wie soll man sagen, Plugin, ja, also ein Wetter eingebaut wird, welches sich am an den Daten von wetter.com oder von einem derartigen Dienstleister orientiert. Das heißt, der dann die Streckentemperaturen bzw. Lufttemperaturen in der Relation zu den von diesen Diensten gelieferten Daten anpasst, sodass man so im Groben, also bis auf, ich sag mal, eine Schwankung vielleicht von 1-2 Grad, das Originalwetter mitfährt. Also das ist dann, und als auch dann, wenn es dann im Originalrennen anfängt zu regnen, also man gibt dann einfach, man holt sich einfach die Datum von dem Renntag, an dem das Rennen in der Realität stattgefunden hat, und dann fängt das dann dort an zu regnen oder halt auch nicht darauf. Das hat den Vorteil, dass die Teams sich auch einstellen können. Bisher hat man immer, ja, fahren wir nur Regen, fahren wir keinen Regen, legen wir ein Regenrennen fest, weil wenn es dann Regen gibt und es wird zufällig eingestellt, alle Welt trainiert nur für trocken und dann fängt es tatsächlich mal an zu regnen, weil die Regenwahrscheinlichkeit relativ gering bisher war in den bisherigen Simulationen, dann fing es mal an zu regnen, dann fuhren alle vorm Baum, weil sie nicht für den Regen trainiert hatten, kein Setup hatten. Und das ist halt jetzt, das wäre dann anders, man kann sich vorab informieren, so wie in der Realität auch, man hat eine Wettervorhersage. Und vielleicht gibt es da noch den ein oder anderen kleinen Zufallsgenerator, der dann vielleicht die Zeiten etwas verschiebt, dass es nicht wirklich wie am Originaltag anfängt, genau in der Minute zu regnen, sondern das mal irgendwie noch ein paar Minuten verschiebt. Aber im Großen und Ganzen das dann so übereinstimmt. Zwei Fragen hätte ich jetzt. Eben haben wir einen McLaren langsam gesehen und teilweise funkenschlagend. Hast du mitgekriegt, welcher das war? Ob das der Frank Schlitzen war? War das der Blau-Weiße? War das ein Blau-Weißer? Nein. Wir gucken einfach mal durch, ob wir ihn finden. Also zumindest ist Flipsen an der Box. War es der? Ja. Der? Ja. Mhm. Der war's. Okay. Also okay. Das war LSF Racer 1. Da wird's wohl irgendwo einen Kontakt gegeben haben, weil er war teilweise funkenschlagend unterwegs. Ja. Na, oder ein Ausrutscher ist irgendwo eingeschlagen, ja. Genau. So, und als zweites, du hast jetzt gerade eine italienische Simulation erwähnt, von der ich jetzt auch schon ein paar sehr eindrucksvolle Screenshots gesehen habe. Ja. Was steckt dahinter? Gut, viel kann ich dazu noch nicht sagen oder darf ich auch noch nicht sagen. Ich habe ein paar Informationen mehr vielleicht, als die bekannt gegeben werden. Das liegt halt an der guten Zusammenarbeit mit den Jungs. Aber ich habe nichts direkt mit der Simulation zu tun. Das möchte ich auch mal ganz deutlich klarstellen, weil das glauben nämlich einige. Also Assetto Corsa ist DirectX 11 Umsetzung des alten Klassikers Netcar Pro. Netcar Pro, muss man dazu sagen, für die, die es nicht kennen, hat mit Abstand die beste. Halt, jetzt muss man mal hier langsam wieder mal irgendein Auto zeigen. Warum geht das nicht? Ah, okay. Hat mit Abstand eine der besten Fahrphysiken, die jemals entwickelt wurden für eine Consumer-Simulation. Und hatte aber den großen Nachteil, dass es nur 15 Slots im Multiplayer gab und auch kein Modding möglich war. Das heißt, man konnte zwar Strecken modden, aber keine Autos. Und die dort zur Verfügung stehenden Autos macht zwar unheimlich viel Spaß, aber wie es dann halt ist, irgendwann sieht man sich die Dinger über und dann macht es halt keinen Spaß mehr. Bei Assetto Corsa hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Erstmal eine sehr, sehr beeindruckende DirectX 11 Engine. Die unglaubliche. Also man sieht es an den Screenshots, was da möglich ist. Dazu wird es so sein, dass der Multiplayer-Modus anders als bei Cars, was ja von Slightly Mad entwickelt wurde, der Multiplayer-Modus wohl deutlich besser ausfällt. Auch die Performance auf PCs mit zwar DirectX 11 Grafikkarten, die werden nötig sein, wenn man das Spiel nicht sehr eingeschränkt nutzen möchte, aber trotzdem mit deutlich geringerem Performance-Hunger als Cars an den Start wollen und natürlich derzeit jede Woche irgendetwas Lizenziertes announcen. Das heißt, ob das Strecken oder Autos sind, Monza ist announced worden, Imola, klar, das liegt da, die Jungs sitzen in Vallelunga auf der Rennstrecke in Box Nummer 18, also reinrassige Italiener und
Haben da natürlich den ersten Zugang, genauso der P4, P5, diese Studie, Ferrari-Klon oder wie auch immer man das nennen will, das Auto. Auch das ist dabei, natürlich ist Fiat mit dabei. Was jetzt noch kommt, ich weiß, es ist noch einiges angedacht, es sind auch internationale Strecken angedacht, die momentan in der Lizenzierung sich befinden. Manche sind sehr schwierig zu bekommen und das wird alles gemacht und entgegen den eigentlichen Vorhaben, und das muss ich den Jungs ganz, ganz doll zugutehalten, weil man muss wissen, 1 Kilometer Laserscan kostet bis zu 2000 Euro, dass die tatsächlich alle laservermessen sind. Also das ist, hätte ich nicht erwartet, also außer iRacing hat das meines Wissens niemand. Und hier kommt aber noch dazu, dass man hier sich grafisch ein bisschen weiter nach... Ja, Independence hier wieder mal ein bisschen quer. Mhm. Und Krause nach wie vor hier beim Überrunden. Langen. Und der versucht natürlich jetzt hier noch irgendwie an den Sebastian Rhön ranzukommen. Das sind noch 6 Sekunden. Und das aber bei 2 Sekunden schneller pro Runde momentan als Sebastian Rhön. Da ist sogar der Emanuel Niklas noch in Reichweite. Genau. Und, also das ist für GTR für Juni noch nicht abgefrühstückt hier. Nee. Also das ist noch nicht. Das werden wir mal sehen, was Langen hier noch produziert. Also mich ist es. Oder der größte Punkt, den diese Simulation mitbringt, ist, dass es ein freies Modding für Strecken und Autos geben wird. Und das ist natürlich die Grundlage überhaupt, dass es in der Community angenommen wird. Also einmal ein Multiplayer mit, ich sag mal, wenigstens 25 bis 30 Autos und dann das freie Modding. Ohne das braucht man hier gar nicht mehr davon reden. Vergiss es, dann ist es einfach nur ein Nischenprodukt, was irgendwo sich einer ins Regal stellt und wenn er mal was Schönes fahren will allein oder mit 3-4 Freunden, dann holt das raus. Aber ansonsten ist es nicht zu gebrauchen. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass Kunos Simulationi, so heißt der Laden, schon für Netcar Pro Tools entwickelt hat, die sowas von brachial genial sind, gerade für die Organisation von Ligen, nämlich Server-Tools, wo man den Start, das Beenden von Servern planen kann, auf Wochen im Voraus. Also unglaublich useful Tools, also ganz, ganz tolle Sachen, sodass ich glaube, dass die Herrschaften dort sicherlich richtig, richtig gut sind und wir werden die Gelegenheit nutzen, weil hier auch momentan nicht allzu viel ist. Und spielen gleich mal noch den Trailer ein. Ich kann noch sagen, erster vorhersagender Release-Termin, der aber noch nicht sicher ist, ist das letzte Quartal. Also eher zum Ende des letzten Quartals. So, jetzt gucken wir uns einmal den Trailer an. Harald, wir sagen derweil nichts und lauschen 1:06 oder schauen eigentlich mehr, was da geschrieben wird. Und das ist eigentlich alles, was ich eben auch schon erzählt habe. Nur nochmal schöner. So, tschabumm, da sind wir wieder. Gehen mal wieder auf die Strecke hier. Genau. So, und das ist halt, wie gesagt, der Assetto Corsa und ja, wir werden mal sehen, was draus wird. Wäre sehr zu wünschen, dass es ein Konkurrenzprodukt zu R-Factor kommt. Das würde das würde bedeuten, dass ISI sich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen muss mit der Grotten-Mod-Politik, die sie momentan betreiben. Also ich finde es ganz schrecklich, was man da macht. Man ist gerade auf dem besten Weg, aus meiner Sicht, das gute Image von R-Factor 1 mit R-Factor 2 kaputt zu machen.
definitiv. Auch wenn man jetzt schon mal einen Patch gebracht hat, der zumindest das Ganze erstmal deutlich besser spielbar macht. Aber nur Stichworte wie Mod-ID oder dergleichen Dinge schrecken doch extrem ab. Und viele, viele Modding-Groups, was heißt viele, viele, einige mal, wir wollen hier nicht übertreiben, einige Modding-Groups, sehr bekannte unter anderem, haben sich schon bei Kunosh-Simulationen die nach Parametern erkundigt, ob man da schon was erfahren kann. Also, Assetto Corsa erfährt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit momentan. Ja, gut. Das Bessere ist der Feind des Guten, sagt man ja immer. Ja. Also insofern, wenn es zugunsten der Qualität dann in eine andere Richtung geht, dann kann man sich dem natürlich nicht verschließen. Richtig. Das ist klar. Und wie du schon sagst, an der Stelle wird ISI wahrscheinlich ein bisschen wachgerüttelt werden müssen. Und dann gucken wir mal, wie das mit der weiteren Entwicklung weitergeht. Genau, jetzt haben wir hier unendlich lange den Klang gezeigt, das hat er gar nicht verdient. Also muss man ganz klar sagen. Doch, nein. Er ist schon gut unterwegs. Aber den Peter Casal sehe ich auch ganz gerne. Komm. Okay, so, Dirk Vogel war der Letzte, der ausgeschieden ist. 22 Autos aktuell hier in den letzten 48 Minuten von 27 gestarteten. Wie Harald schon sagte, damit kann man leben. Nicht die ausgefallenen Teams, aber wir. Von daher gucken wir mal hier uns immer noch diesen völlig zerschossenen Aston an, der, ja, mein Gott, ist halt so, aber sie halten durch. Der Porsche hier sieht auch nicht sehr viel anders aus von Sackschwitze auf der Position 21, momentan mit Olaf Ness am Steuer. Auf der 20 Independence Sim Racer mit dem Christian Stenzahler, auf der 19 Michael Schlaps für Motorsport Dreams. Team GT1.de immerhin noch auf die 18 vorgefahren, aus eigener Kraft, wenn man das mal so sagen darf, weil die hatten nämlich erstmal eine Runde Rückstand am Anfang. Noah Nevi jetzt hier unterwegs für das Team von VE Racing. Und Golf Güllering unterwegs für die U40 Party hier. für UE40 Racing. Dann haben wir den Julian Siebenbiedel, der jetzt hier wieder für die LSF-Reise eingestiegen ist. Auf Platz 15 ist der Junge mit Sicherheit nicht zufrieden. Der fährt auch im Porsche GT3 Cup bei mir und ist ein sehr, sehr guter. Und überhaupt die Jungs von LSF-Racern sind richtig gute. Und die sind mitnichten zufrieden hier. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Und mal sehen, vielleicht geht's noch ein bisschen nach vorne. Gerd Oehlschlägel zumindest jetzt erstmal wieder in den Punkten auf Platz 14, das war lange Zeit nicht so. Ulrich Neuting auf 13 für die Racing Association. Auf der 12 Ostsee Racing mit Jens Potzka. Dann Edgar Ostermann für RSA Racing 1. RSA Racing 2 mit dem Danny Folgert auf der 10. Sehr schöner Erfolg für das Team, würde ich meinen. Carsten Hoffmann, GTR4U 2, der hat sich sicherlich auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Quadriga Corsa auf 8. Also wir haben die heute schon auf 16 fahren sehen. Also von daher gar nicht mal jetzt so schlecht. Aber auch unter Erwartung, das muss ich mal sagen. GP Racing Team, ist das jetzt hier... Jo, das ist ein Positionskampf. Quadriga Corsa geht hier vorbei, holt sich die 7. Position. Na, da will ich jetzt mal nicht sagen, unter Erwartung. Also, das geht hier noch. Geht noch was bei den Jungs. Und so wie die hier lockerflockig vorbeigehen, hier in der Blanche de Mont, da würde ich mal sagen, die haben hier momentan die Performance im Überfluss. Matthias Leibold und dein Motorsport auf Platz 6. Denk mal ein versöhnliches Ergebnis, keine Frage. Jörg Lang auf Platz 5. Der ist mit Sicherheit noch nicht zufrieden. Da wird auch noch ein bisschen was gehen, könnte ich mir vorstellen. Er hat noch 4 Sekunden auf Sebastian Röhn. Das heißt, hier müssen wir wirklich mal ein bisschen hingucken, was da in Kürze passiert. So, dann haben wir hier den Sebastian Röhn. Ja, da ist nur noch ein Auto zwischen im Augenblick. Ja, da ist noch eine Überrundung. Da liegen auch noch ein paar Splitter, habe ich gesehen. So, und dann haben wir hier den Emanuel Niklas. Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, haben die gewechselt? Also wird mir sicherlich, müssen die, GTFU macht das, also die hatten genügend Fahrer, der Carsten Hoffmann hat mich extra gefragt, ob sie die Fahrer untereinander tauschen können. Und ja, so, All-Star Racing auf Platz 2 hier im Jaguar, ich denke mal,
Das geht soweit in Ordnung. 21,6 Sekunden Vorsprung bei noch zu fahren 44, ja knapp 45 Minuten. Das sollte ausreichend sein, so man hier nicht noch irgendwelche Böcke schießt. Und genau das gleiche gilt natürlich für Torrent Motorsports, für den Peter Kasar und seinen Teamkollegen Rickard Helsten, die hier eine absolut perfekte Show geboten haben. Das muss man deutlich so sagen. Da gab es keinen Wackler, keinen Fehler, keinen Ausrutscher, sonst dergleichen Dinge. Die sind hier knallhart ihr Ding durchgefahren und alles lief am Schnürchen. So, dann würde ich sagen, halt, gucken wir mal. Oh, ich sehe gerade das GTR4U-Auto in der Box von Niklas. Mhm. Röhn kommt auch in die Box. Genau. So, wann... Wahrscheinlich ist das jetzt der allerletzte Stint. Ja, das ist der letzte Boxenstopp. Jetzt müssen wir mal gucken, wann Leibold drin war. Der muss auch nochmal. Und Langen muss auch nochmal in die Box. Werden wir dann gleich mal checken, wie sich das auswirkt. Langen dann auch nochmal reinkommt. Das sein, dass das... Also es wird sich zumindest um die letzte Podiumsposition wird, scheint das noch spannend zu werden, wirklich bis zum Schluss. Während weit da vorne die Sache eigentlich gegessen ist. Es ist schon erstaunlich, dass die beiden Jaguar sich so gut halten. Also da müsste man sich im Detail mal ansehen, ob da vielleicht noch doch noch irgendein Detail da im Mod ist, dass diese... dass die beiden Autos so gut sind, oder meinst du, dass die Fahrer das an der Das sind die Fahrer. Aus meiner Erfahrung sind ganz klar, es ist gar nicht der einzelne Fahrer, sondern es sind, ist das Package. Kasar und Helsten sind absolute Cracks und Reiter und Karnitz ebenso. Und dass die das heute unter sich ausmachen, mit nur 10 Kilogramm Gewicht und Unterschied, das war vorhersehbar und von daher es ist genauso wie Röhn und Hennel, die hier scheinbar mit ihren 40 Kilo eine Grenze überschritten haben, die sie wirklich richtig gehandicapt haben. Und der Sebastian das schon vorher sagte, dass die alle eine Sekunde auf einmal langsamer waren. Gut, das betrifft einfach alle so, weil wir haben hier in der Hotlap-Liste, wo die auch Longruns gefahren sind, schon Zeiten von unter 17 Sekunden, 2:17 gehabt. Ja, also die sind 2:16 gefahren. Und somit ist eine hohe 2:17 im Rennen durchaus denkbar. Und ja, wie gesagt, also da ist sicherlich mit den Streckentemperaturen irgendwas gewesen. Und aber das betrifft alle. So, von daher hat keiner einen Vorteil dadurch und das ist eine reine Fahrer. Also die Teamkonstellation ist es. Bei Spa ja auch dafür berühmt ist, dass allein heute schon, obwohl der Kurs ja verkürzt worden ist, Wetter da immer ein sehr wichtiges Thema ist. Es kann durchaus an einem Ende des Kurses ein Regenschauer niedergehen, während das andere Ende des Kurses noch in völliger Trockenheit da liegt oder teilweise von der Sonne beschieden wird. Das war ja noch umso schlimmer damals, als es noch den großen Kurs bis 1970 hin rum gab, der 14 Kilometer Länge hatte und im Grunde genommen nur ein Dreiecksstraßenkurs war, der zwischen den Kurven Stavelo, Malmedy und im Grunde genommen der Rouge an der der La Source aufgespannt war. Das ist ja noch, eröffnet wurde dieser Kurs 1921, also wir haben hier wirklich eine der ältesten Straßenrennstrecken überhaupt vor uns, auf öffentlichen Straßen. Die die Eau Rouge, die Kurve, die gab es damals noch nicht. Und zwar muss man sich das vorstellen, wir werden das gleich mal uns ansehen können, wenn es da durch die Kurve durchgeht. Der Bach, durch Eau Rouge fließt, der kommt ja aus einem Seitental. Und in dieses Seitental rein ist man abgebogen und hat dann dort nach ungefähr 200-300 Metern eine Haarnadelkurve gefahren, die heute noch existiert. Also wenn du als Fan da im Grunde genommen die Strecke raufläufst, dann läufst du ein Teil über Stück über diese Straße. Und diese Haarnadelkurve, die war
über einige Jahre hinweg der offizielle Streckenverlauf, bis halt diese Abkürzung gebaut worden ist und dadurch ist diese etwas komische Form dieser Eau Rouge entstanden. Ah, okay. Und ja, die Kurve nach wie vor, weil sie halt so zufällig entstanden ist, sucht nach wie vor noch ihr Pendant auf anderen Rennstrecken, weil es wirklich so ein Ding ist, dass das baut keiner mit Absicht. Ja, die ist so krank, die kann sich keiner ausdenken, sondern die ist wirklich aus der Not heraus entstanden. Ja. Mittlerweile gibt es ja genügend Platz links und rechts. Das war eine ganze Zeit lang nicht so. Hat leider auch viele Leben gekostet, unter anderem das von Stefan Bellof, der dort nach einem Unfall mit Jackie Eat abgeflogen ist, mitten in die Mauer rein. So, wir gucken jetzt mal hier. Ja, und zwar geht jetzt hier runter in die Eau Rouge und man sieht das gleich noch, dass da eine Straße hier an der Stelle abbiegt. Siehst du? Ja. Es ist angedeutet. Es ist angedeutet in dem Mod. Es ist nicht so... Ich glaube auch mittlerweile auf der richtigen Strecke hat man die Spuren davon beseitigt. Aber da ging es halt nach links ab. Und da ging es nach links ab. Da hing wie so ein Blinddarm, hing da so ein kleiner Fitzel Strecke dran. Und hier oben bei Le Comte ging es halt geradeaus weiter und dann über eine, ja, ziemlich hängende Linkskurve weiter ab durch die Ardennen durch. Wäre man dort an der Stelle abgeflogen, dann wäre das Auto über einige hundert Meter die Felder runtergefahren oder gefallen oder gerollt und irgendwann an einem Baum zum Stillstand gekommen. Was wohl auch in der Vergangenheit öfter mal passiert ist. Die Strecke von Spa-Francorchamps galt wegen ihrer Durchschnittsgeschwindigkeiten und wegen der... Es war ein reiner Straßenkurs. Deswegen galt das als eine der gefährlichsten Strecken überhaupt. Du hattest teilweise Laternen an den Bürgersteigen stehen, du hattest Straßenschilder dort stehen, es gab Hauswände, die notdürftig durch Strohballen abgedeckt worden sind, was bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 240 Stundenkilometer eher psychologische Wirkung hatte. Ja. Also die das letzte Rennen, was glaube ich 1970 gelaufen ist, der ist aber gut gegangen. Ja, hat er nochmal Glück gehabt. Das letzte Rennen, was dort gelaufen ist, das, jetzt muss ich mal gerade nachschlagen, Entschuldigung. Habe ich die Seite noch auf? Ja. Das war, zuletzt erzielte der Mexikaner Pedro Rodriguez auf der Strecke mit seinem BRM eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 240 Stundenkilometern. Ja. Das heißt, du warst einen Großteil der Strecke mit 300 Stundenkilometern unterwegs, damit du auf einen Durchschnitt von 240 kamst. Ja. Also das ist schon recht heftig. Ja. Und ein Großteil dieser Straßen existiert heute noch. Es ist halt nur im Bereich des Kurses hier so ein bisschen arg verändert worden und auch abgeschnitten. Du kannst also nicht mehr auf den Kurs drauf fahren. Du kannst aber die Straßen, wie sie damals, dieser alte Streckenabschnitt, den kannst du zum Teil noch fahren. Würde ich jedem empfehlen, der sich das mal ansieht. Es gibt einige Simulationen, Grand Prix Legends zum Beispiel, da kann man diese Strecke auch noch fahren. Genau. Und das ist auch sehr eindrucksvoll, das mal zu machen, weil man da auch sehen kann, wo das Rennen überall prinzipiell hätte enden können. Und es gab auch jede Menge Todesfälle dort auf der Strecke. Gut. Naja, das nur als kleiner Exkurs. Genau. Also GTR4U müssen wir uns hier leider irgendwie auf den Zettel schreiben. Das müssen wir checken, wie ob das mit den Wechseln hingehauen hat. Weil jetzt sitzt der René Köller drin und ich bin der Meinung, das war etwas zu spät. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen, das wollen wir jetzt auch gar nicht sagen. Eben, müssen wir dann nach dem Rennen dann checken. Genau. So, Sebastian Deck momentan auf der 8. Aber wie gesagt, da sind noch etliche vor ihm, die in die Box müssen. Der ist Jens Potschka hier auf der 9 für Ostsee Racing. Und auf der 10 Edgar Ostermann für RSA. Wo ist das andere Team von RSA hingekommen? Waren die jetzt schon in der Box? Können ja nicht so... Ah, auf 11. Okay, die haben also die Position getauscht. GTR4U 2 auf 12. Racing Association auf 13. PVG Langstrecken. Wie heißen sie? Ja, ich krieg's immer. Ich Langstrecken-Team, ja. Ja, irgendwie Langstrecken. Ja, irgendwie, genau.
auf der 13. Auf der 14, auf der 15 Julian Siebenbiedel für die LSF Race 1. Auf der 16 der Rolf Güllering für Ü40 Racing. Team VE Racing auf der 17, auf der 18 Motorsport Dreams, auf der 19 GT1.de, auf der 20 Independent Sim Racer, auf der 21 Sackschwitze Racing, auf der 22 LSF Racer. So, jetzt gucken wir hier nochmal irgendwie hier nach vorne hin, weil wir müssen mal schauen, wann, wie und ja, wie die das mit den Stops hier hinkriegen. Also, es ist, einer muss jetzt an der Box gewesen sein, weil Allstar fuhr eben noch auf 5, die sind jetzt auf 4. Hm? So, Online-Motorsport muss noch mal irgendwo rein. Also das muss so sein. Wir gucken mal, Matthias Leibold fährt halt jetzt auch letzte Runde 2.19.4. Also der gibt hier noch mal richtig Gas. Ja, der Michael Reiter war ja vor 2 Runden in der Box, richtig. Hm? Genau. So, Moment, wann waren die drin? In Runde 67, das heißt, die sind jetzt in Runde 85, die haben noch ungefähr 3 Runden. 3, maximal 4 Runden, die sie fahren können. Und das will er wahrscheinlich nutzen hier, um möglichst mit rechtem Auto hier noch ein paar Sekündchen rauszufahren, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht in der den Steffen Materna hier nochmal irgendwie Stress bereiten kann. Auf Platz 5. Das wollen wir mal sehen. Ich guck hier gerade, wann der Jörg Langen reingekommen ist. Also Petter Kasar wird mir jetzt gerade in der Box angezeigt. Da ist er auch. Und Jörg Langen, der kann noch nicht drin gewesen sein, sonst würde der nämlich jetzt die Führung übernehmen. Das wäre natürlich ein Bruder. Das wird sich auch nicht ausgehen. Die müssen auch nochmal reinkommen. Ja, ja, genau. Die Frage, wie kurz kann man den Stopp an der Stelle einstellen? Ja, du kannst jetzt, ich denke mal nicht, dass jetzt hier noch jemand Reifen wechselt. Also, die werden jetzt den Sprit so lange fahren, dass sie wirklich nur noch möglichst wenig tanken müssen. Und das stellen sie sich ein. Und dementsprechend kurz fällt er, also das heißt, je länger man jetzt draußen stehen kann, desto weniger Zeit benötigt man am Boxen, beim Boxenstopp. Uiuiui, da parkt einer, um vorbeizulassen. Das war, glaube ich, ein oranges Auto. So. Naja, man muss ja im Fernsehen mit gutem Beispiel vorangehen. Also von daher. Ja. Nein, das ist ja nun. Das Problem hatte ja Allstar im ersten Rennen, als sie insgesamt 2 Boxenstopps die Runde nicht gewertet bekamen und dann auf einmal 2 Runden zurück waren, obwohl sie eigentlich auf der 3. Position fuhren. Und dann aber auch von jedem, ich sag mal, hinten war, eine Lichthupe kriegten, ne? Weil, und blaue Flaggen kriegten und mit jedem fighten mussten, der da hinten rumfuhr. Also die haben natürlich da sehr viel Zeit verloren. Das hätte vielleicht auch noch für eine Position mehr gereicht, aber ist nun mal nicht. Hätte, wäre, wenn. Es war nun mal so, technische Gegebenheit und gut. So, Leibold nach wie vor draußen. Man müsste jetzt wirklich mal eine Info kriegen, wie viel Sprit hat er noch? Aber das werden die mir natürlich nicht sagen, auf die Gefahr hin, dass ich das hier bekannt gebe. weil jetzt geht's wirklich um die Wurst. Das können wir an der Stelle mal ausrechnen. Der erste Boxenstopp von vom Audi war in Runde 22. Der nächste war dann in Runde 45, also fast immer 22 Runden. Ja. Müsste noch einer bei 66 gelegen haben. Bingo, 67. Da nochmal 22 drauf, dann sind wir bei 89. Also müssten die auch gleich kommen. Ja. Also die müssten jetzt irgendwann, ich sage ja 2, maximal 3 Runden, also jetzt noch 2 ist das Maximum, was sie gehen können. Dann liegt können. Der Michi Reiter nämlich schon auf 3 und dann ist das eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ja, und Lang müsste aber auch noch rein. Also Lang war ja... Ronny Händel sitzt gerade wieder auf dem Notox BMW, sehe ich. Ja. Sieht man daran, dass die Rundenzeiten als einer der wenigen im Feld hier unter 2,20 liegen. Und der Julian Siebenbiedel auch wieder schnell unterwegs. Richtig, also da sind noch etliche jetzt hier auch vorne, natürlich Lang 19,7, Leibold 19,5, Hänel 19,5,
Beetle 19.8. Also das sind etliche, die die Zeiten momentan gehen können. Plus der Julian, er holt natürlich jetzt hier alles raus. Und das Schlimme war, der Julian hat sich total gefreut. Der sagt, die Strecke fährt sich so toll. Das macht so einen Spaß, hier zu racen. Und hoffentlich hat er den Spaß jetzt aufgrund der schlechten oder der nicht so guten Platzierung nicht verloren. Also hoffentlich hat er trotzdem noch Spaß am Rennen. So, also das ist natürlich jetzt alles, also Kazaa ist durch mit dem Thema, hat im Prinzip den letzten Boxenstopp hier absolviert und ist als erster wieder auf die Strecke gekommen, auch wenn er jetzt hier nur wenige Sekunden vor, also 6-7 Sekunden vor Langen ist, aber wie gesagt, dafür liegt halt noch ein ganzer Boxenstopp dazwischen von über einer Minute mit Ein- und Ausfahrt. Langen auf 2 und auf der 3 Matthias Leibold, auf der 4 Micha Reiter. Das heißt, Leibold und Langen müssen nochmal rein. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das, wo es... Ja, doch. Das würde für... Ja, der ist gerade mal hier Mitte, zweiter Sektor. Das heißt, der würde definitiv von Reiter auch überholt. Das reicht nicht. Es kommt natürlich drauf an, wenn er keine Reifen wechselt und wenn er... hier nur das bisschen Sprit nimmt für die letzten, ja, 25 Minuten. Wabonspiele für die verbleibenden Kandidaten. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender. Das macht die Sache verdammt spannend. Obwohl, wenn man jetzt taktisch wirklich auf die Saison hinausfährt, dann gibt man sich auch mit dem 5. Platz zufrieden. Ja, ist der richtig, theoretisch dafür gut ist, Handicap-Gewichte abzubauen. Ja. So, jetzt kommt Langen rein. Schauen wir mal, was Leibold macht. Müssten ja dann auch gleich reinkommen. Theoretisch ja. Auf alle Fälle, selbst wenn er noch eine Runde draußen bleiben wird, wird er den Rückstand auf Langen nicht rausfahren. Nein, der kommt auch rein. So, und jetzt kommt hier Allstar. Und die gehen aber mit Sicherheit an beiden vorbei. Ja. Da war der Abstand klein genug. Das müsste reichen. Genau. Die sind wahrscheinlich noch nicht mal in ihrer Box angekommen, während der auf der Strecke an denen vorbeigeht. Wir schauen mal hier so ein bisschen, da müssten jetzt rechts die Fähnchen kommen. Ja, da steht Leibold. Lang ist scheinbar schon raus. Nee, kann ja nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, genau. Nee, kann nicht. Leibold, Daniel auf 5. Der ist schon wieder raus. Lang fährt auf 2, ich hab's dir gesagt. Ja, der hat nur den Sprit nachgetankt. Die haben höchstwahrscheinlich... Also. Ja, so, und wie viel Vorsprung hat er jetzt auf Reiter? Allzu viel kann das nicht sein. Nö. Nee. Das wird sich nicht ausgehen auf 30 Minuten. Das meine ich auch, das wird zu... Momentan wird zu ist es aber... Ja. Guck dir an, Jörg Lang, letzte Runde 2,27. Also. Das ist ja mal gerade eine Boxendurchfahrt. Nee, das ist ja noch nicht. Ach nee, das war die Boxeneinfahrt. Genau, der steht hinter der Ziellinie. Das heißt, der kriegt diese Boxeneinfahrt erstmal gerechnet als 2,27. Nächste Runde werden wir dann sehen. Bleiben wir da mal weiter drauf. 2,27, 2,20. Ja, das. Wir müssen jetzt sehen, die 2,27. Die war die Fahrt in die Box rein. Fahrt in die Box rein. Ja, okay, ja. Dann müssen wir schauen, was sich da jetzt gleich an. Genau, aus der Box einpendelt. Raus. Das ist spannend. Da sehen wir es dann. Das müsste bei Reiter das gleiche in etwa sein.
muss man dann bei Reiter die 7 Sekunden abziehen. Nee, Quatsch, Blödsinn. Reiter war ja schon... Genau, die waren ja schon vorher. Ja, der hat auch eine 227,5 in der Box rein und eine 331. Also der hat frische Reifen, definitiv. Wo 56. Also die haben fast 35 Sekunden haben die an der Box gut gemacht. Indem sie nur die paar Schlucke Sprit nachgetankt haben. Das könnte natürlich jetzt die taktische Finesse gewesen sein, mit der man sich Platz 2 sichert. Oh, da ist jetzt aber, glaube ich, auch jetzt wirklich Ende Gelände hier. Gucken wir mal, war das Ü40 Racing? Ich bin mir einer von den beiden, war es jedenfalls. Also die stehen noch, die LSF Racer 2 sind noch unterwegs. Sackschwitze ist auch unterwegs. Güllering war das. Ja, das war UE40 Racing. Ja. Dann gucken wir mal, woran das gelegen hat. Rückspulen. Mal schauen, ob wir das hier irgendwie reinkriegen. Kann ja soweit nicht... Ist er da? Ja, da steht er. Müssen wir mal ein bisschen ran. Halt, nee, das geht noch weiter zurück. Oh ja, oh, oh ja. Ja, oh ja. Da brauchen wir gar nicht... Das war dann... Ist dann... Okay, das gucken wir uns gar nicht erst an, das Drama. Wir gehen wieder lieber wieder live. Also, okay. Ein Urush-Opfer gab's, Rolf Güllering. Und, gut. Gott sei Dank sind wir hier virtuell. So wie der Einschlag aussah. So, okay. Also kümmern wir uns mal jetzt wieder um die Geschichte hier. Langen All-Star, also X-Factor All-Star. Aber 3,30 würde ja bedeuten, die haben auch vollgetankt, muss ich ja jetzt mal so sagen. Also das ist ja auch die Zeit, die die anderen Teams noch für normalen Boxenstopp gebraucht haben. Also wenn da jetzt irgendwie noch ist, weiß ich nicht, haben sie vergessen, die Restspritmenge einzustellen. Oder haben sie zugetankt oder was auch immer. Weil man kann ja einstellen, ob der Tank... um die eingestellte Spritmenge aufgefüllt wird. Also was weiß ich, man hat 60 Liter eingestellt, 30 sind noch drin, hat man am Ende 90. Oder ob nur bis zu der eingestellten Marke getankt wird. Würde bedeuten, es wird nur 30 Liter nachgetankt dann in diesem Beispiel. Ja, zum Glück sind von der Corvette nicht allzu viele Teile abgeflogen, dass man da jetzt so ein Trümmerfeld fährt. Das ist ja immer ganz gerne der Fall, wenn es da oben mal so richtig kracht. Ja, das haben wir richtig schon ein paar Mal erlebt. So kann mich, glaube ich, erinnern, 2007, 2008, 1000 Kilometer war Francorchamps. Da hat es also richtig in der zweiten oder dritten Runde da oben eine Massenkollision gegeben. Oha. Oder das war sogar, glaube ich, in der Startrunde. Und ja, dann wurde das ganze Feld erstmal unter Safety Car gesetzt und nachdem selbst die Safety Cars da kaum durchkamen durch das Trümmerfeld, hatte man dann das Rennen abgebrochen oder zumindest verkürzt mit der roten Flagge. Ja. Glücklicherweise sind nicht allzu viele Leute, mussten nicht allzu viele Leute mit den Ambulanzen abtransportiert werden. Das macht man dann ja immer sicherheitshalber. Ja. Aber zwei oder drei Autos waren richtig Schrott. Ja. So, Problem ist, Lang fährt momentan noch schnellere Rundenzeiten als Reiter. Wenn auch nur um eine Zehntel. Aber kommt drauf an, wird kein Problem für ihr Lang sein, denke ich mal. Ja, Problem ist natürlich... Ja, als für Reiter. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Naja, es geht ja darum, dass wir hier noch ein bisschen Show kriegen, indem All-Star hier ranfährt. Allerdings wäre es so, für den dritten Platz kriegen sie 20 Kilo. 20 haben sie, hätten sie 40. Und X-Factor würde jetzt für den zweiten Platz 30 Kilo bekommen. Und ja, dann wäre das Peter Kasa und... Die würden 40 bekommen, ja, richtig. Weitere 40, genau, ja. 40, 70 werden sie dann. Die hätten dann 70, genau, die haben momentan 30. So, Motox ist momentan auf Position 4, die würden auch noch 10 Kilo abfassen.
Also dann haben wir das halt. Sehr lustig. Also ich denke mal, da werden wir wohl noch einen Platzwechsel sehen. könnt ihr mir vorstellen, dass jetzt Sebastian... Nee, die müssen auch nochmal stoppen, sehe ich gerade. Ach nee. Müssen die nicht. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass der Sebastian jetzt im Teamspeak rumtobt. Ey, Mensch, überleg dir das, ob die jetzt auf Platz 4 oder auf Platz 5, das ist doch egal, aber jetzt kriegen wir nochmal 10 Kilo. Könnt ihr mir vorstellen, dass da jetzt gerade Diskussionen sind. Ja, 10 Kilo sind jetzt nicht die Welt. Naja, aber 40 oder 50 Kilo ist schon, zumindest sind die Jaguars dann schwerer unterwegs, ja. Ja, richtig. Also beide Jaguars sind dann deutlich eingebremst. Mhm. Nicht beide, okay, Quatsch, dann Z4. Also der Notox Z4, der ist dann erstmal knapp. So, okay. Schauen wir mal. Ronny Hähnel, also Notox auf 4. Oder machen wir mal jetzt ganz von vorne. Ja. Peter Kasar, Torrent Motorsport 1, Platz 2 für X-Factor im Moment. Platz 3, knapp dahinter. All-Star Racing, Platz 4. Notox Racing auf der 5. Team GTR4U auf der 6. In Motorsport. Und Rainer Ebner fährt jetzt nochmal. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Platz hat der nach hinten. Ja, 12 Sekunden auf den Sebastian Deck. So, jetzt natürlich die Frage... Oh, hier werden mir jetzt aber gerade 28 Sekunden angezeigt. Oh ja, okay, dann war wahrscheinlich Sebastian Deck auch nochmal irgendwie in der Box. Ja, 2:42 wird mir da gerade letzte Rundenzeit. Also da hat jetzt der Abstand hier nicht gestimmt durch die Boxenstopps. Also 28 Sekunden sollte sich ausgehen für Online-Motorsport für den 6. Platz. Martin van Ooyen für Quadriga Corse jetzt hier unterwegs auf Platz 7. Also ich denke mal, die haben hier, die sind schon vorbei an GP Racing. Was ist mit denen? Jetzt sag, nein, Motorplatzer. Motorplatzer für GP Racing. Schauen wir mal. Hier sehen wir es, hier fängt das Ding an zu qualmen, kommt da um die Ecke rum und stellt ihn dann wahrscheinlich hier ab. Weil ihm das jetzt schon ein Kollege sagt. Au, wie bitter. Au, wie bitter. Motorplatzer. Tja, wahrscheinlich zu lange mit einem anderen Mapping unterwegs und das ja, rächt gut. Sich ja dann doch irgendwann. Na, das ist nicht zwingend nötig. Das kann auch sein, indem man zu oft zu heftig überdreht. Das heißt, beim Runterschalten nicht auf den Drehzahlbereich achtet. Das wird auch gnadenlos bestraft, wenn man das über eine Runde weg macht, also beliebte Stelle ist dann vor der La Source, ne? Dieses Runterbremsen samt Getriebe, dann macht man das ein paar Mal und dann ist auch Ende Gelände. Ja. Oh, wie bitter. Oh, wie bitter. Und das 20 Minuten vorm Ende, ja. 20 Minuten, ja, 17 Minuten, 18 Minuten vor Ende. Ja, das ist ganz, ganz bitter. So, gehen wir mal auf die 8. Da fährt jetzt Danny Volkert für RSA. Dann kommt natürlich nach vorne das Team GTR 2. GTR4U Team 2. GTR 2, lustig. Ostsee Racing. Jens Potschka auf 10 vorgekommen. Auf der 11 RSA Racing 2. Auf der 12 GP Racing Team. Ja, brauchen wir nichts zu sagen. So, LSF Racer, dann wenigstens noch vernünftig in den Punkten. Also Platz 12 gibt schon noch ein paar Pünktchen. So ist es nicht. Racing Association, Ulrich Neulting, auch in den Punkten. Dann auch die PVG kriegt noch 2 Pünktchen ab. Und der letzte in den Punkten wird dann sein VE Racing hier momentan mit Noah Nevi. So, und hier kommen wir jetzt langsam zu der... Nee, das kann nicht sein. Zu der Geschichte. Michael Reiter gegen Jörg Langen und es sind nur noch 3,2 Sekunden. Jetzt beginnt das, was ich gesagt habe. Langen jetzt mit Rundenzeiten von 2:21,2. Reiter fährt 2:20,7, also knapp eine halbe Sekunde schneller. Und ist nur noch 2,8 Sekunden hinter Langen. Habe ich dir nicht gesagt, wir haben noch 4 Stunden Showdown? Glaubst du? Ja.
Darin zeigt sich jetzt wieder mal, wer seine taktischen Hausaufgaben gemacht hat, weil nur die Teams sind dann in der Lage, im Grunde genommen bis zuletzt um die Podiumsposition mitkämpfen zu können. Ja. Jemand, der das im realen Leben sehr gut kann, das ist das Just-Team. Mhm. Die haben das natürlich in der ALMS mit den ganzen Safety-Car-Phasen und so weiter, diese taktischen Spielchen bis zum Exzess üben können und der Ralf Jüttner, der da ja der Teammanager ist, beziehungsweise der Rennmanager, der ist schon eine ziemlich harte Nuss zu schlagen, wenn es darum geht, ihn zu schlagen. Also der ist da mit allen Wassern gewaschen. Ja, es ist aber auch wirklich eine Kunst. Also das ist definitiv so. Also sich das so hinzurechnen, vor allem das Rechnen ist vielleicht das eine, auch mit Softwareunterstützung, Computern, was auch immer. Aber die Konzentration dabei zu behalten, den Überblick dabei zu behalten, das ist halt das, was gerade in so einem Rennen, wo so viel Hektik ist, und gerade so ein Teammanager, der da, was weiß ich, was für Sachen noch auf den einstürmen. Und ja, das ist mit Sicherheit... Ungeplante Safety-Car-Phasen und so weiter. Ja, genau. Das ist wirklich eine Herausforderung für jedermann. Ja. Das ist eine Sache. Darin liegt auch mit begründet, warum Audi so viel erfolgreicher war als Peugeot. Weil Peugeot hatte diese ganze Erfahrung nicht. Die hatten zwar ein schnelleres Auto, teilweise bis zu 5 Sekunden schneller pro Runde in Le Mans, aber die konnten das im Grunde genommen nicht umsetzen, weil Audi mit taktischen Finessen die immer wieder vorgeführt hat. Schade in der Hinsicht, dass Peugeot an der Stelle jetzt wirklich den Stecker gezogen hat. Toyota wird wohl in der Weltmeisterschaft noch nicht auf Augenhöhe mit Audi sein. Aber da wird noch einiges kommen. Ja. Jetzt hat ja Audi jetzt am Wochenende seine Besatzungen auch für Le Mans bekannt gegeben. Die ganzen Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, wollte sie jetzt auch nicht nennen, aber es ist sehr interessant, dass Audi an der Stelle jetzt auch mit Hybridsystemen arbeitet. Ja. Das ist ja mittlerweile auch durchgesickert, dass die letzten Tests in Sebring dort wirklich zum Austesten von irgendwelchen Hybridsystemen benutzt worden sind. Und das Interessante ist, Audi wird auch in Le Mans mit insgesamt 4 Wagen antreten, von denen 2 das Hybridsystem drin haben, also Hinterräder werden vom Diesel betrieben, Vorderräder von einem Schwungrad-Hybridsystem, wie beim Porsche. Wollte ich gerade sagen, das ist mit Sicherheit ein Technologietransfer. Ja, genau. Und 2 Autos werden nur reine Diesel sein. Also man hat wirklich, man macht wirklich den Systemvergleich dann an der Stelle, um das halt auch demonstrieren zu können. Aber es ist doch unglaublich, wie viel Geld da reingesteckt wird, oder? In Le Mans? Ja, jetzt grundsätzlich. Ich weiß, dass Le Mans das teuerste oder eins der teuersten Rennen überhaupt ist. Aber was Audi da treibt, also in diesen, auch in den Le Mans-Serien, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, Audi macht das ja nicht aus reinem Selbstzweck, sondern es ist, die sehen das wirklich so, dass man mit dem Sportwagensport seriennahe Technikentwicklung machen kann. Also viel seriennäher, als wenn du das in der Formel 1 machst. Ja. Und das große Thema Spriteffizienz, Bauen von effizienten, leichtgewichtigen Autos, Hybridtechnologie, das ist eine ganz große Baustelle, die im Grunde genommen dadurch, dass sie in der Sportwagenszene getestet und demonstriert werden kann, auch sehr einfach dann in den Serienbau übertragen werden kann, gerade weil es eine komplizierte Technik ist. Ja. Und das hat der Dr. Wolfgang Ulrich mal auf den Punkt gebracht in Le Mans, als er gesagt hat, nur hier können wir nach einem sehr offenen Reglement genau die Technik zum Einsatz bringen, die wir auch in unseren Straßenautos drin haben. Und wenn wir was Neues entwickeln an der Stelle, dann ist der Verband auch hier so offen zu sagen, ja, das ist seriennah, kommt zu uns und dann könnt ihr damit Rennen betreiben. Ja. Und er sagte, das können wir in der Formel 1 nicht. In der Formel 1 ist so ein enges Technikkorsett bei, dass da kann die Marke sich mit ihren Stärken gar nicht zeigen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum man VW auf absehbare Zeit auch nicht in der Formel 1 sehen wird. Oder irgendeine Marke im VW-Konzern, der ja mittlerweile jetzt, glaube ich, 12 Marken umfasst. Ja, richtig. Was ist denn mit Porsche in der Formel 1? Da gab es ja nur 2 Jahre lang Gerüchte. Ja,
Gerüchte, richtig. Ja. Bringt an der Stelle überhaupt nichts, weil das ist im Grunde genommen dasselbe. Wir fahren jetzt langsam in die Dunkelheit rein, richtig, oder weswegen richtig. Werden hier... Sieht so aus, hier gibt es die Ersten, die Licht anmachen. Ja. Ist natürlich mal schön zu sehen, dass die Autos auch einigermaßen vernünftiges Licht haben. War ein bisschen komisch aus, dieser Lichtkegel da vorne, aber... Ja, auch lang bereits wird Licht, aber es ist scheinbar noch nicht nötig. Also manche Fahrer haben rein von der Technik her, von ihrem Monitor her, haben die dann, sehen die Notwendigkeit, das Licht anzumachen. Das Problem ist, wenn man es nicht rechtzeitig tut, man bekommt irgendwann die Aufforderung von R-Faktor, mach das Licht an. Wenn du der nicht innerhalb von 3 Sekunden nachkommst, wirst du